K-Means-Algorithmus und das K. Naja, das K ist eine Variable, ist frei zu wählen und meistens weiß man, was man will, und wenn man es nicht weiß, hat man ein Problem. Nicht unbedingt. Die Ellbogenanalyse hilft uns. Und wie diese funktioniert, gibt es in diesem Video. Gut, dazu schauen wir uns mal an. Wir haben in diesem Fall einen eindimensionalen Datensatz, nicht zweidimensional, weil es einfach einfacher zum Darstellen ist. A geht aber mit jeder Dimension. So, was wäre, wenn k gleich 1 ist? Wenn k gleich 1 ist, haben wir im Endeffekt einen Cluster, das heißt, alle Datenpunkte sind in diesen einen Cluster, macht natürlich relativ wenig Sinn. Hier visuell dargestellt, das ergibt eine entsprechend große Varianz. Die Varianz ist die durchschnittliche quadratische Abweichung zum Mittelwert und solche Sachen. Entspricht nicht ganz dieser Linie vielleicht, aber man sieht schon, glaube ich, dann bald, wo es hingeht. Soll eine grafische, vereinfachte Darstellung des Konzeptes sein. Gut, also Varianz ist dann, sagen wir, so groß. Was ist, wenn wir k gleich 2 nehmen? Dann würden sich zum Beispiel diese zwei Cluster bilden und wir hätten dann entsprechend kleinere Einzelvarianzen. Und wenn wir diese beide mehr oder weniger addieren, dann können wir sagen, okay, die Gesamtvarianz ist in Summe durchaus kleiner geworden. Wenn wir k gleich 3 verwenden, dann bekommen wir wieder natürlich 3 Varianzen, die entsprechend kleiner werden. Ja, und auch die Summe ist dann natürlich kleiner. Wenn wir das jetzt geistig weiterspinnen, das Thema, dann könnten wir sagen, es divergiert gegen 0. Es wird natürlich immer kleiner. So, was bringt uns das jetzt? Im Endeffekt ergibt es irgendwie so eine Kurve. Und diese Kurve hat im Allgemeinen dann einen Knick. Und das optimale K ist jetzt dort, wo der stärkste Knick ist. Das heißt, wo wir dann entsprechend die größte Steigungsänderung haben. Also bei Variablen k wäre das k mit der größten Änderung der Steigung der Varianz. Ja, das ist die Ellenbogenmethode, sieht nämlich so aus wie ein Ellenbogen. Und dann wissen wir, welches k wir verwenden können. Heißt natürlich, wir müssen mehrfach clustern mit mehreren verschiedenen k's und müssen dann immer herausfinden, was wollen wir verwenden. Aber so wird es gehen.